Gegenüber befindet sich ein großes Gebäude, das Hotel Gateway. Der entsprechende Name Gatewater. Ein nettes, luxuriöses Hotel. Aber weiter nicht reagiert er nicht. Mal sehen, hier liegen noch einige Akten auf dem Boden. Das Hauptbuch der Kanzleipartner und Fay und Partner, meine ich. Die Chefin hat alles mit ihrer super ordentlichen Handschrift eingetragen. Es ist eine kleine Kanzlei, aber sie bringt eine gute Stange Geld ein. Ich glaube, ich werde Verteidiger. Alles wichtige Dokumente der Chefin finden sich hier. Hier hat sie ihre Fälle und kürzlich verkündete Urteile abgelegt. Gut. Weiter fällt mir hier jetzt nichts auf, was man machen könnte, muss. Deshalb gehe ich einfach mal hier rein. Das Mädchen von eben. Wo ist sie hin? Ich habe sie doch genau dorthin gelegt, aufs Sofa. Oh oh, ich hoffe, sie ist nicht abgehauen. Ah! Erschreckt mich doch nicht so. Entschuldigen Sie, aber wer sind Sie eigentlich? Schon gut, ich arbeite hier. Maya Fay. Also hat mir den Namen des Mädchens geschrieben. Vielleicht sollte ich ihr die Quittung lieber mal zeigen. Hätte nie gedacht, dass mir so ein Beweismittel außerhalb des Gerichts nutzen würde. Ja, und hier haben wir die zweiten Sachen, die immer da sind, wenn wir nochmal Leute hier sind, mit denen wir reden können. Und zwar einmal reden, weil ja klar war, und präsentieren, und zwar den Leuten zeigen, ob sie irgendwas zu diesen Sachen hier noch extra zu sagen haben. Und hören wir mal auf ihn und zeigen ihr gleich mal die Quittung. Bevor sie starb, schrieb Mia eine Nachricht mit ihrem eigenen Blut. Sie hat sie auf die Rückseite dieser Quittung geschrieben. Das ist mein Name. Warum sollte sie meinen Namen schreiben? Bitte beruhigen Sie sich. Wieso sollte meine Schwester meinen Namen schreiben? Oh, da habe ich ja was angestellt. Tatütata. Halt. Kommt schon, wir waren alleine. Die Polizei. Klingt, als kämen sie hierher. Keine Bewegung. Polizei. Okay. Okay, wie mache ich den jetzt? Okay. Erstmal so. Okay, ich bin Inspektor Dick Gumshoe. Verstanden? Gumshoe? Merkwürdiger Name. Wir haben vom Gebäude gegenüber eine Meldung erhalten, verstanden? Jemand sagte, er habe einen Mord gesehen. Das muss diese Frau gewesen sein, die ich gesehen habe. Jedenfalls. Keiner bewegt sich auch nur einen Zentimeter, kapiert? Großartig, einfach nur großartig. Maya, Moment mal. Sie würden doch nicht. Nee. Oh! Entschuldigen Sie! Das Wort Maya, sagt Ihnen das was? Das ist mein Name. Was? Dieses Wort hat das Opfer mit seinem eigenen Blut geschrieben. Mit ihrem letzten Atemzug hat sie den Namen des Mörders aufgeschrieben. Mörder? Ich bin kein Fall gelöst. Kommen Sie mit aufs Revier, Madame. Was? Okay. Maya, Mias jüngere Schwester wurde an Ort und Stelle verhaftet. Ich musste zur Befragung mitkommen und erst am nächsten Morgen kam ich wieder raus. Meine Lider waren schwer, aber ich konnte nicht schlafen. Ich saß herum und wartete, bis die Besuchzeit im Untersuchungsgefängnis anfing. Ich musste so bald wie möglich mit Maya sprechen. 6. September, 7.07 Uhr, Strafanstalt, Besucherraum. Oje, sie haben die arme Maya wie einen Kriminellen eingesperrt. Oh, Sie sind's, der Anwalt. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie sieht sehr müde aus. Werden Sie mein Anwalt sein? Gut, genau darüber wollte ich mit ihm sprechen. Sie haben die Wahl. Ich sag's besser direkt. Sie haben die Wahl. Die Wahl? Ja. Ich denke nicht, dass Sie darüber entscheiden sollten.
Immerhin sind sie derjenige, der in Schwierigkeiten steckt. Da darf ich nicht sagen, ich bin ihr Anwalt. Verstanden? Die werden mir niemals glauben, nicht wahr? Sogar sie. Als sie mich im Büro fanden, sie sahen mich an, als hätte ich es getan. Habe ich sie so angeschaut? Nein, nein, ich habe nie gedacht. Schon gut, ich verstehe schon. Und ich habe auch schon von ihnen gehört. Gehört? Was? Ja, was haben sie denn über mich gehört? Ich habe neulich mit meiner Schwester telefoniert. Ha. Oh Gott. Heute hatte ich meinen Juniorpartner seinen ersten Auftritt vor Gericht. Wow. Echt? Wie ist es gelaufen? Es war einfach großartig. Herrlich. Ich war die ganze Zeit über gespannt. Ist schon eine Weile her. Ha. Also ist der mit wehenden Fahnen untergegangen. Er ist ein Genie. Einer von den Typen, die Bösen das Fürchten lernen. Das Einzige, was ihm fehlt, ist Erfahrung. Hey, klingt, als hättest du dich prächtig amüsiert. Immerhin weiß ich jetzt, zu wem ich gehen sollte, wenn ich in Schwierigkeiten gerate. Ich weiß nicht, Maya. Ich denke, du solltest besser warten. Lass ihn noch 3 Jahre Zeit. Es sei denn, du willst für schuldig befunden werden. Au. Wow. Das hat sie gesagt. Das sitzt. Und zwar richtig. Tut mir leid. Ich wollte sie nicht beunruhigen. Nein, schon gut. Ich denke, es stimmt. Trotzdem, ich kann nicht da sitzen und zusehen. Wenn ich an die Person denke, die mir das angetan hat. Ich weiß. Okay, dann befragen wir die Kleine mal, was sie denn alles weiß darüber. Erstmal über den Tag des Mordes. Können Sie mir Näheres vom Tag des Mordes sagen? Ja, mal sehen. An dem Morgen hat mich meine Schwester angerufen. Sie bat mich, ein Beweismittel für ihren Prozess aufzubewahren. Ein Beweisstück? Ja, eine Uhr, die aussieht wie der Denker. Die Larry gemacht hat? Wie kann sie denn einen Beweis... Wie kann die denn ein Beweisstück in einem Prozess sein? Ja, richtig. Sie hat da etwas erwähnt. Jetzt weiß ich's wieder. Sie wollte es von ihr selbst... Wollen Sie es von ihr selbst hören? Von ihr selbst? Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Gespräch noch auf meinem Handy ist. Sie haben es aufgenommen. Ja, ich habe vergessen, wie man solche Sachen löscht. Okay. Dann mal her mit dem Handy. Sie sagten, Sie hätten Ihr Gespräch mit Ihrer Schwester auf Ihrem Handy aufgezeichnet, weil ich gerade eben festgestellt habe. Kann ich es mal hören? Einverstanden. Oh, da fällt mir ein, dass dieser dicke Kommissar es mitgenommen hat. Oh. Tut mir leid. Oh, ja, natürlich. Wenn ich Inspektor Gumshoe das nächste Mal treffe, frage ich ihn danach. Ich schreibe Ihnen einen kleinen Notiz, damit Sie es nicht vergessen, okay? Ja, sicher. Danke. Neues Notiz. Zur Gerichtsakte hinzugefügt, okay. Tag des Mordes ist zwar immer noch so, aber nee, da kriege ich nichts mehr raus. Da gibt es noch etwas, das ich Sie fragen wollte. Ja? Was hat es mit Ihrer Kleidung auf sich? Ach, die. Das ist die typische Kleidung von uns Akolyten. Eine Uniform, könnte man sagen. Akolyten. Leute in religiöser Ausbildung? Was genau hat das mit Ihnen zu tun? Oh, das ist nichts Besonderes. Ich bin ein Medium. In der Ausbildung. Medium. Bei Medium denke ich an Yuna, die fette Monster beschwört. Medium. Bei mir würde man sowas etwas als Besonderes gelten.